Runde. Guten Morgen auf Facebook. Guten Morgen auf Instagram. Oh, war jetzt noch ganz still. Doch, jetzt kommt jemand. Jetzt sehe ich euch. Sehr schön. Guten Morgen. Wie schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Leonie, guten Morgen. Denise, guten Morgen auf Facebook. Wunderbar. Also, Ton und Bild steht super. Tausend Dank. Sehr schön. Auf Instagram auch. Guten Morgen, schreibt Silke. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen aus Leipzig. Jule, guten Morgen. Sven, guten Morgen aus Neumünster. Technik steht. Sehr schön. Tausend Dank für eure Unterstützung. Das ist ja immer das Wichtigste, dass ich gehört und gesehen werde. Das ist meine häufigste Begrüßung für alle. Julia, guten Morgen. Ganz schön. Ja, viele von euch, also einige von euch, sehe ich nachher noch. Wir starten heute mit einem neuen Modul und es geht um Paarberatung. Spannend, oder? Also, da freue ich mich ganz doll drauf und ja, es sind einige Sachen. Morgen startet auch das neue Modul für die Eltern- und Familienberater. Also es sind einige Gruppen unterwegs gerade. Familienwerkstatt haben wir auch morgen. Melanie, guten Morgen. Heute auch wieder mit deinen Zwillingen dabei. Wow, danke schön. Schön, dass ihr zusammen guckt. Ja, ihr merkt schon, viele von euch kenne ich tatsächlich in echt. Ich freue mich, dass wir uns hier ein bisschen virtuell verbinden können. Efi, guten Morgen. Ganz, ganz schön. Ja, also für diejenigen, die jetzt nur kurz reingeschaltet haben und vielleicht doch im Außen gebraucht werden von ihren Kindern, bitte eine bewusste Entscheidung rein oder raus. Und gerne auch wieder noch Freunde dazu holen, markieren, teilen, wie auch immer, damit die Menschen, die jetzt auch alle zu Hause sind mit ihren Kindern und immer wieder ja, mit diesen ganzen Themen beschäftigt sind, wie können wir den Tag gut strukturieren, wie können wir in der Achtsamkeit bleiben, dass die auch davon profitieren können und wir gemeinsam in den Tag starten können. Morgens um 8, immer noch. Schon seit Wochen. Ich weiß gar nicht dir, wie viel der Impuls es ist. Und ich habe ja auch noch später angefangen, weil ich es noch gar nicht so richtig geglaubt habe, dass es wirklich ein Shutdown ist. Aber auch heute gibt es wieder einen Live-Impuls. Und ich möchte heute gerne, also ich möchte noch, bevor ich einsteige, noch eine Sache sagen. Nämlich heute ist der 6.5. Und ich habe es gestern schon angekündigt. Das Buch Du bist okay, so wie du bist, erscheint heute in einer Neuauflage bei Gräfe und Unze. Es gibt nachher auch noch einen Post dazu, einen Extra-Post. Diejenigen, die mir auf der Seite folgen, die werden dann sowieso davon hören und die anderen abonnieren es vielleicht und können dann auch davon profitieren. Viele Dinge von dem, was wir hier besprechen, und damit ich sage Dinge, meine ich jetzt nicht Begebenheiten, Situationen, sondern ich meine so diesen Unterbau oder Überbau, das, was wir besprechen, das hat ja mit Verbindung und konstruktiver Beziehung zu tun. Und das ist sozusagen das allererste Buch, das ist, glaube ich, 2013 das allererste Mal erschienen. Und ich habe leider noch kein Exemplar. Ich weiß auch nicht, der Verlag hat sich ganz doll entschuldigt, weil irgendwie haben die auch keine Exemplare bekommen von der Druckerei. Also es gibt wohl welche schon in den Buchläden, aber nicht bei dem Verlag und nicht bei mir. Also bald ich das habe, werde ich auf jeden Fall eine kleine Online-Lesung machen, euch das Buch vorstellen. Es sieht nämlich wunderschön aus, so ähnlich wie was unsere Kinder brauchen, auch von der Aufmachung her, mit ein paar Luftlöchern sozusagen dazwischen, dass es nicht so viel Text ist. Ich bin auch immer schnell überflutet, deswegen ist mir wichtig, dass wir wirklich jeden Aspekt auch ein bisschen stehen lassen können. Ich freue mich jedenfalls sehr und freue mich, wenn ihr mal reinguckt und wenn ihr... Steffi, du hast schon eins, super. Du hast schon eins von dem Neuen oder ist es noch das Alte? Also das, das aus der, von dem anderen Verlag, wo ich so ganz ernst drauf bin, schwarz. Das hieß, wie hieß das denn nochmal? Das hieß, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es in der anderen Auflage hieß. Ich weiß nur... Ach doch, da hieß es auch, du bist okay, so wie du bist. Das Ende der Erziehung hieß es da. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Das Ende der Erziehung, und es hat so viele Fragen aufgeworfen, dass der Verlag, der das dann danach ins Taschenbuch übernommen hat, gesagt hat, also das wollen wir nicht, so viel Diskussion darüber, ob Erziehung gut ist oder nicht oder richtig oder falsch. Und wenn wir nicht erziehen, was machen wir denn stattdessen?
Also ihr wisst es besser. Steffi, du hast schon das Neue, da bin ich ja total neidisch jetzt. Das habe ich nämlich noch nicht. Das finde ich ja toll. Also ich hoffe, es gefällt dir und ich freue mich drauf. Also es müsste heute oder morgen bei mir auch eintreffen. Ich habe gestern Post bekommen, also eine E-Mail bekommen. Und dann werde ich es euch hier zeigen, ganz stolz und voller Freude. Heute, jetzt, möchte ich gerne eine Mail mit euch besprechen, eine Mail vorlesen. Judith, guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid. Jasmin, du hast auch schon so eins, das gibt's doch gar nicht. Aber das ist ja die Hauptsache, dass ihr es habt, weil ich habe es ja geschrieben, also ich weiß ja, was drin steht. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn ich es bald in den Händen halte. So, heute würde ich gerne mit euch über ein Thema nochmal sprechen, was uns nicht nur zu Corona-Zeiten beschäftigt, aber was auch in Corona-Zeiten wirklich und auch jetzt in der siebten Woche ohne Schule, also ohne, wie soll ich sagen, ohne dass die Schule als Institution wirklich vollumfänglich tätig werden kann, beschäftigt, nämlich das Home Learning. Und damit überhaupt die Frage auch nochmal, wie können wir unsere Kinder gut unterstützen, wenn es darum geht, dass die Kinder Verpflichtungen, klingt so ernst, aber so ist es ja letztlich, ne, Verpflichtungen auferlegt bekommen, ob das jetzt von der Schule ist, ob das in Freizeitvereinen ist, was auch immer, Schritte, Entwicklungsschritte machen, bei denen wir sie begleiten dürfen. Wie können wir sie motivieren? Wie können wir sie gut begleiten? Was kann da für eine Haltung dahinter stehen? Da verändert sich nämlich einiges. Also das würde ich gerne heute mit euch besprechen und ich lese euch anlässlich dieses Themas, ich hoffe alles rutscht nicht so, anlässlich dieses Themas Schule würde ich euch gerne eine Mail vorlesen, die ich gerne stellvertretend dann dafür mit euch durchgehen möchte. Also, liebe Katja, ich bin Mama von 3 Kindern. Wow, 3 Kinder, weiß ich schon, ist eine ganze Menge. Kind 1 ist 8 und Schulkind, Kind 2 ist 6 und Kita-Kind, also Kindergartenkind, und Kind 3 ist 3,5 Jahre. Also 8, 6 und 3,5. Das ist eine ganz gute Mischung. Da hat man auf jeden Fall einiges zu tun. Mein Ältester hat brav... Achso, wir sind in Österreich. Schöne Grüße nach Österreich. Das ist ja das Tolle, dass wir hier nicht auf irgendeinem Bereich begrenzt sind, sondern wir sind hier weltweit sozusagen online. Mein Ältester, wir sind in Österreich seit Mitte März im Homeschooling. Also wir sagen mal Home Learning, weil Homeschooling ist ja was anderes. Und bis Ostern lief es eigentlich ganz gut. Mein Ältester hat brav die Schulübungen, wir bekommen täglich eine Mail der Lehrerin mit den Aufgaben, gemacht. Unabhängig davon, was seine Geschwister gemacht haben. Es war ihm aber immer wichtig, dass ich dabei sitze, was ich so gut wie es möglich war gemacht habe. So, jetzt nach den Osterferien, und vielleicht geht euch das auch so, ist die Luft raus. Schon letzte Woche war es richtig schwierig, alle Übungen zeitgerecht zu erledigen. Und wir finden keine Zeit, wo wir am besten die Aufgaben machen. Ich verstehe meinen Sohn und ich wäre auch bereit, es ihm komplett zu überlassen, wann er die Aufgaben macht und beziehungsweise ich versuche das teilweise auch, aber dadurch, dass er mich braucht und ich dabei sein muss, ist es für mich sehr schwierig, weil ich mich auch um seine Geschwister kümmern muss. Ich habe ja auch noch andere Aufgaben zu Hause, als nur neben meinem Schulkind zu sitzen. Da sind neben den Geschwistern auch noch meine Homeoffice-Zeiten, der Haushalt und so weiter. Ich möchte ihn aber auch nicht die ganze Zeit daran erinnern, was alles zu erledigen ist. Ich denke, es würde uns beiden leichter fallen, wenn wir die Aufgaben am Mittag abhaken könnten. Das ist immer so unsere Idee, ne? So, wann passt das für uns am besten? Sabrina, ja, ich speichere das Video. Das Verständnis für seine fehlende Motivation ist zwar da, von meiner Seite, aber trotzdem bin ich zunehmend genervt, wenn er den ganzen Vormittag jammert und trödelt und sich durch jede Kleinigkeit ablenken lässt, sodass wir auch am Nachmittag mal nochmal ran müssen. Denn da möchte ich mich eigentlich ganz allen dreien Kindern widmen, auf ihre Spielwünsche eingehen und diese terminfreie Zeit mit ihnen genießen. Wie kann ich meinen Sohn motivieren, beziehungsweise wie finden wir eine Lösung, mit der es uns beiden gut geht? So, hier in Österreich startet die Schule tageweise vermutlich wieder ab 18. Mai. Das ist ja noch ein bisschen hin tatsächlich, ja. Also, vielen Dank für den Input und die Beiträge. Liebe Grüße aus Österreich, Manuela. Manuela, vielen, vielen Dank für diese Frage. Und ich muss auch sagen, dass mich deine Art, wie du das fragst und
auch deine, also deine Gedanken, ihr seht, die Mail ist eigentlich viel länger noch. Ich habe ein bisschen runterkürzen müssen, damit wir nicht nur lesen. Aber ich kann einfach nur sagen, dass ich das total gut nachvollziehen kann, deine Ambivalenz, einerseits deinen Tag für dich so zu strukturieren, dass du mit den Kindern in einer freien Zeit auch ansprechbar sein kannst und auf der anderen Seite eben auch die Aufgaben, die Schulaufgaben mit deinem Schulkind machen kannst. Ja? Also ich kann es sehr gut nachvollziehen und ich finde auch die Art und Weise, wie du schreibst, nämlich dass du fragst, wie kannst du eine Lösung finden, die für euch alle irgendwie gut ist. Ja? Das finde ich auch eine ganz schöne Frage und auch einen ganz, ganz schönen Wunsch irgendwie. Also, ihr kennt mich, ich gebe keine Patentrezepte. Es ist eine schwierige Situation. Ich möchte ein bisschen sortieren und möchte gerne dazu sagen, dass das eine Aufgabe ist, sowieso von uns Eltern, Väter, Mütter, wenn wir mit unseren Kindern gemeinsam leben und den Alltag gestalten, dass wir immer gucken müssen, wann tun wir welche Dinge, wann braucht unser Kind an verschiedenen Stellen welche Unterstützung oder die Kinder. Ne? Und das ist eine Form von Synchronisation unseres Lebens oder auch unseren Bedürfnissen mit dem, was die Kinder auch in ihren unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und in ihren Altersstufen brauchen. Und das hat eben nicht nur mit Corona zu tun. Das Einzige, was jetzt natürlich anders ist, ist, dass du noch die Arbeit mit unterbringen musst und den Haushalt und dass die Kinder nicht aus dem Haus gehen. Das heißt, es ist alles sehr dicht. Also, dein Kind ist 8 Jahre alt und das allererste, was ich dir gerne sagen möchte, ist, dass es ganz, also aus meiner Sicht erstmal das Wichtigste ist, ein Stückchen bei sich zu bleiben und nochmal in die Achtsamkeit zu kommen. Weil wenn du genervt bist, machst du es dir selbst schwer. Wenn du genervt bist, dann sozusagen driftest du ab und du driftest sozusagen in eine Frequenz rein, in eine Stimmungsfrequenz, die rein spielt in den kompletten Alltag. Und wenn du es schaffst, zu gucken, was genau macht dich jetzt gerade unruhig, was genau ärgert dich vielleicht auch und sozusagen eine innere Arbeit nochmal leistest, in ein Bewusstsein kommst und nochmal für dich klarer orientiert sagen kannst, was dich gerade so nervt, was dich gerade so stresst, dann kannst du nochmal ein Schrittchen zurücktreten und kannst vielleicht nochmal einen grundsätzlichen eine grundsätzliche Regelung mit deinem 8-Jährigen besprechen, was nicht heißt, dass ihr sofort eine Lösung habt, sondern in Kontakt zu gehen, weil das Wichtigste neben der eigenen inneren Arbeit und der Frage, warum bin ich gerade so genervt, finde ich die Schwierigkeit, nicht in Machtkampf zu geraten, also nicht in Kämpfe zu geraten, ja, in diese kleinen Sticheleien, weil wenn wir jetzt in einen Perspektivwechsel gehen, und das schaffst du nur, einen Perspektivwechsel schaffst du nur, wenn du wirklich auch ein Stück bei dir bist und wenn du nicht genervt bist, weil Perspektivwechsel hat mit Verbindung zu tun und Verbindung hat ja mit zwei Seiten zu tun. Ich nehme Verbindung auf zu dem anderen und der andere müsste auch offen für Verbindung sein und dein Sohn wird zumachen, wenn er merkt, dass du nicht offen für Verbindung bist, beziehungsweise wenn du genervt bist, dann ist das nicht, dann docken die Kinder nicht gut an uns an. Ja, und du schreibst hier, dass dein Sohn eben den ganzen Vormittag jammert und trödelt. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass der Dialog, den ihr miteinander führt, und da vergisst bitte nicht, dass der dritte Punkt, neben der inneren Arbeit, neben dem bitte nicht in Machtkampf geraten und in Dialog gehen, vergiss nicht, dein Sohn ist hochkooperativ. Alle unsere Kinder sind hochkooperativ und die gehen aus der Kooperation raus, wenn sie gekränkt sind und oder überfordert sind. Das sind die einzigen Punkte, wo wir Menschen aussteigen aus einer Kooperation. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass es deinem Sohn auch nicht gut geht den Vormittag über, ja, dass der genervt ist auch von sich selbst, dass er den Fokus nicht findet, dass es ihm zu viel ist, dass auch die Wochen nicht ohne Spuren an ihm vorbeigegangen sind. Du hast geschrieben, er hat es wunderbar gemacht, er hat brav seine Schulübungen gemacht und jetzt ist ein Punkt, da kann er nicht mehr. Und das heißt, die Frage ist, ja, wenn wir jetzt, also ich bin ja nicht so ein Freund von Motivation im Sinne von alles ist gut und du schaffst das und so dieses Schieben und Drücken und gute Laune mit Musik zu machen, ja, das kann vielleicht kurzfristig auch helfen. Ich bin eher jemand, dass ich denke, es wäre gut, mit ihm mal zu gucken, was führt dazu, dass er
den Fokus nicht findet. Gibt es ein Mittelding zwischen du sitzt da direkt bei ihm und bindest deine komplette Aufmerksamkeit mit ihm zu, was brauchst du, um es dir schön zu machen? Ja, also weißt du, manchmal sind es schon einfach ganz Kleinigkeiten, dass man einen freien Tisch braucht, dass man einen Kakao daneben hat, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Radieschen oder Gurken noch zum Naschen dabei hat, dass man vielleicht auch die Dinge, die man zu tun hat, nicht sich alle außenrum legt, sondern in kleinen Häppchen hinlegt. Also letztlich geht es darum, mit deinem Sohn ein Stück rauszufinden, was er braucht, um sich zu fokussieren. Und damit meine ich jetzt nicht auf irgendwas, sondern auf diesen Moment zu fokussieren, für die Schule zu fokussieren. Ja? Und das sind Dinge, die braucht ihr auch danach ja wieder. Also das heißt, es wäre gut, wenn ihr ein bisschen sowas wie eine Experimentierphase geht und wenn du deinem Sohn auch erzählst von dir, wie lernst du, was brauchst du? Also mit den Kindern ins Gespräch zu gehen und eben auch von sich zu erzählen, was fällt uns schwer? Zum Beispiel, wie ist es, wenn ihr am Rechner sitzt und es kommen 1000 Mails rein und dann ist bei Facebook noch was zu checken und dann ist hier noch ein Chat offen. Das ist für uns ja auch sehr, sehr schwierig, ja? Uns zu fokussieren. Das heißt, es geht darum, mit deinem Sohn ins Gespräch zu kommen darüber, wie ihr es machen könnt, und zwar nicht lösungsorientiert, sondern erstmal ideenorientiert. Ja? Also welche Ideen, und da kann die Sechsjährige vielleicht auch schon mitreden. Ja? Und dann sozusagen eine Zeit zu finden, die auch eine Struktur hat, einen Anfang und ein Ende. Und du könntest mal gucken, ob du ihn in diesen Anfang rein begleitest und dann zwar nicht bei ihm sitzen bleibst, aber sozusagen ansprechbar für ihn bist und ihr ein bisschen ausprobiert, wie viel Unterstützung braucht er und wie viel Eigenverantwortung kann er auch schon übernehmen. Ja, also das heißt, du dürftest mit ihm sozusagen nochmal darüber sprechen, was sind deine Gedanken, was sind deine Ideen und was sind seine Ideen auch, ja? Und also das heißt, es geht um Eigenverantwortung. Und das Letzte, was ich dir gerne noch sagen möchte, ist, dass sowieso jetzt dadurch, dass dein Kind jetzt 8 ist und 9 wird und 10 wird, und ich weiß, dass viele von euch auch Schulkinder haben, dass sowieso sich unsere Rolle ein Stück verändert. Wir sind nicht mehr diejenigen, die unseren Kindern sagen, was gut für sie ist. Ich überspitze das mal ein bisschen. Ich weiß, dass viele von euch das auch schon in den früheren Jahren bei Kindern nicht so machen, sondern sie eher begleiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, an dieser Stelle nochmal sich klar zu machen, dass wir dass wir nicht mehr sozusagen auf dem Fußballfeld mit unseren Kindern spielen, sondern dass wir auf der Trainerbank sitzen dürfen. Ja, also das Bild, was ich habe bei Schulkindern, ist, die Kinder spielen auf dem Spielfeld, ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass sie aus dem Haus gehen, das natürlich auch, aber ich meine, dass sie Dinge tun, die für sie wichtig sind und dass sie Verantwortungsbereiche nochmal neu übernehmen und dass wir sozusagen die Kinder ein Stückchen coachen können. Also wir beobachten oder wir machen mit den Kindern aus, dass wir sie unterstützen dürfen. Und wir beobachten gemeinsam. Du bist also auf dem Spielfeld, also ne, du, deine Aufgabe sind die Hausaufgaben und was brauchst du dafür? Und jetzt lauf mal los und was fällt dir schwer? Und ich beobachte sozusagen in deinem Auftrag von außen mit dir gemeinsam und gebe dir Hinweise, was ich sehe. Und dann können wir gemeinsam überlegen, wie kann man denn jetzt unter Umständen ein Tor schießen? Wie kann das funktionieren? Ja, wenn da wirklich ein Stürmer die ganze Zeit immer wieder auf dich zuläuft, macht es dann Sinn, den Kurs zu halten oder wäre es gut, nochmal was anderes auszuprobieren? Ja? Und da wäre es wichtig, dass ihr an der Stelle euch anbietet und wirklich auch die Verantwortung bei dem Kind lasst, ohne das Kind damit alleine zu lassen. Also immer wieder auch nochmal fragen, darf ich einen Vorschlag machen? Und auch damit leben, wenn das Kind sagt, nein, bitte, ich habe genug von deinen Vorschlägen gehört. Und auch aushalten, wenn die Kinder mal ausprobieren. Ja? Und dazu habe ich einen Leitgedanken nochmal aus den Coaching-Karten für den Alltag. Ich darf als Erwachsener in die Fähigkeit meines Kindes vertrauen und es bei seinen eigenen Erfahrungen wertschätzend im Dialog begleiten und die Welt nochmal vom Kind aus begreifen. Ja? Wir stehen nicht auf dem Spielfeld. Wir wollen nicht das Tor schießen. Wir wollen nur unseren Spieler sozusagen dabei
begleiten, dass er einen Überblick über das Spielfeld bekommt, dass er Spielzüge versteht, dass er antizipieren lernt. Ja? Und dafür ist es wichtig, dass wir mit unseren Kindern gemeinsam Bilder entwickeln, gemeinsam Dinge vorwegnehmen, gemeinsam auch sagen, meinst du, das klappt? Auch ruhig unsere Meinung sagen und sagen, also bei mir hat es zum nie geklappt. Ich bin auch skeptisch, ob das bei dir klappt. Und natürlich dann auch abgleichen, passt es für mich rein? Ja, also zu sagen, abends um 8 möchte ich einfach Ruhe haben für mich, da schaffe ich das mit den Hausaufgaben auf gar keinen Fall, da müssen wir eine andere Lösung finden. Ja. So, liebe Manuela, ich hoffe, dass vielleicht ein paar Impulse dabei waren. Ich glaube, ganz wichtig ist in dieser Zeit sowieso, dass wir nicht in die Frequenz absinken, alles ist zu viel, wir sind genervt, sondern dass wir immer wieder auch diese innere Arbeit leisten. Ihr erinnert euch, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wir werden diese Zeit nicht gut überstehen, wenn wir nicht immer wieder uns fokussieren auf uns selbst und irgendwie diese Arbeit leisten, uns in das Hier und Jetzt zurückzuholen, damit wir in den Perspektivwechsel gehen können und unsere Kinder auch halten können. Ihr Lieben, es ist wieder viel länger geworden als gewollt, aber es ist auch immer alles so spannend mit euch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Kommt gut durch den Tag, hebt eure Frequenz. Ja, eine kleine Dankbarkeitsnotiz. Viele von euch werden sie heute schon gemacht haben. Ich habe sie noch nicht gemacht, werde sie jetzt nachholen. Aber ich bin sowieso mit euch immer auf einer hohen Frequenz und freue mich immer, euch alle zu sehen. Und genau, wir sehen uns morgen um 8 Uhr wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Und in Verbindung. Tschüss.